Und guten Tag, hier ist wieder die Computer-Oma. Im letzten Video, im Video Nummer 10 aus der Word 2010-Reihe, habe ich Ihnen gezeigt, wie Sie Grafiken erzeugen können, die Grafiken, die standardmäßig auf Ihrem PC installiert sind, wie Sie die hervorholen können, um sie in Dokumente einzubetten. Beim letzten Mal hatte ich mit Hilfe von Einfügen, Autoform und hier über Skizze das Wort Hallo erzeugt. Jetzt möchte ich dieses grafische Element, wenn ich da nämlich einmal draufklicke, sehen Sie, ich habe hier wieder diesen Rahmen drumherum. Dieses grafische Element möchte ich gerne in meinen Text einbetten. Ich klicke mal außerhalb, dass die Markierung weg ist und hole mir mal einen Blindtext. Übrigens zum Testen geben Sie ein, gleich RAND, runde Klammer auf, irgendeine Zahlenkombination und schließen die runde Klammer. Dann kriegen Sie so einen sogenannten Blindtext, mit dem Sie gut üben können. Mit Enter bestätigen und ich habe meinen Text. Der Text ist da, mein Wort Hallo ist auch da, meine Grafik Hallo, aber leider mitten im Text. Also irgendwo ungünstig. Ein Klick da drauf, ich kriege wieder den markierten Rahmen und wenn ich dieses kleine Kreuzchen hier habe, dann ist das mein Anfasser und ich kann dieses Wort verschieben. Gut, verschieben klappt wunderbar. Ich könnte es ja auch an den Ende des Textes bringen, an das Ende, aber irgendwo möchte ich es ja mittendrin haben. Und das funktioniert zwar, aber leider nicht so, wie ich es möchte, denn es steht vor dem Text. Also das Erste, was Sie machen sollten, wenn Sie so ein grafisches Element haben und wollen es in den Text einbetten, meine Menüleiste hat sich ja hier oben verändert, Zeichentools, und ich gehe auf den sogenannten Zeilenumbruch. Da ist nämlich voreingestellt, in diesem Fall vor den Text. Und ich sage mal, ich möchte das passend haben. Wenn ich sage passend, dann passt sich der Text um mein Wort herum an. Das ist mal ein bisschen kleiner gemacht. Andere Option ist noch, würde sich hier gut eignen, als Quadrat. Das heißt, es ist so ein bisschen quadratisch ringsherum. Das gleiche passiert mir auch, wenn ich über Einfügen mir eine automatische Form hole. Ich nehme nochmal meinen Smiley. Auch den habe ich leider vor meinem Text stehen. Also wieder hier auf den Zeilenumbruch und vielleicht auf Passend stellen. Oder ich mache es mal mit dem Rechtsklick, Kontextmenü. Da habe ich hier auch den Zeilenumbruch und ich sage auch mal hier Passend. Jetzt passt sich mein Smiley in den Text ein. So, jetzt hole ich mir aber mal eine Clipart. Und letztes Mal hatten wir hier die Osterhasen. Ich nehme also auch mal wieder den Osterhasen. Und wenn ich den jetzt verschieben will, Sie sehen, an meiner Maus ist so ein Päckchen. Ich kann den verschieben, aber irgendwo nicht so toll. Ich kann das also nicht so machen, dass ich ihn genau an die Stelle habe, hinbekomme, wo ich ihn hinhaben möchte. Also auch hier wieder Markierung setzen und auf passend gehen. Und jetzt können Sie Ihren Hasen schieben, wie Sie wollen. Und er passt sich in den Text ein. Und auch hier bei dem Element würde ich empfehlen, auf Quadrat zu gehen. Also das Erste, was Sie machen, wenn Sie so ein grafisches Element holen, gucken Sie immer, wie hier dieser Zeilenumbruch steht. Und diese Option passend, die passt fast immer. Klar, man muss auch wissen, dass es andere Möglichkeiten gibt, vor den Text und hinter den Text. Aber diese Option, die bei vielen Sachen voreingestellt ist, mit Text in Zeile, das bedeutet, da wo Ihre Einfügemarke steht, da kommt Ihr grafisches Element hin und nirgends anders. Die ist meistens ganz, ganz unvorteilhaft. Und wenn Sie öfter mit solchen grafischen Elementen arbeiten, dann würde ich Ihnen empfehlen, in den Grundeinstellungen was zu ändern. Das heißt, Sie gehen hier auf die weiteren Befehle, Sie sind in den Word-Optionen und gehen auf das Register erweitert. Und wenn man hier so ein Stück runterrollt, dann gibt es nämlich Bilder einfügen als mit Text in Zeile. Das ist die Voreinstellung. Und die habe ich bei mir auf passend geändert. Und mit OK bestätigt. Wenn ich mir jetzt so ein Element hole, das heißt, ich nehme mal den Hasen, dann kann ich ihn gleich schieben und anfangen. OK.
wenn er sich jetzt nicht so in den Text einbetten soll, sondern ich möchte ihn als Quadrat haben, klar, dann muss ich hier auch nochmal in die Einstellung. Aber es nützt Ihnen schon mal, es bringt Ihnen eine ganze Menge, wenn Sie in den Grundeinstellungen das entsprechend ändern. Und dann können Sie Ihre Elemente anfassen, schieben und da platzieren, wo Sie sie hinhaben wollen. Probieren Sie es vielleicht mal aus, holen Sie sich auch so einen Blindtext, geben Sie ein gleich RAND, eine runde Klammer auf, dann zum Beispiel 2,5, runde Klammer schließen, mit Enter bestätigen. Sie haben einen Text, mit dem Sie üben können. Im nächsten Video Nummer 12 zeige ich Ihnen, was Sie mit diesen grafischen Elementen alles machen können. Zum Beispiel, dass Sie Ihr Hallo auch zum Leuchten bringen können. Das alles im nächsten Video. Bis dahin, Ihre Computeroma für heute. Vielen Dank und tschüss.